Wir haben heute wieder die... Die Boosterbox. Und zwar die Januar-Version. Und ja, viel Spaß. Ja, hallo. Es ist wieder soweit. Die nächste Degusta-Box. Während der Woche haben wir das nicht geschafft. Wir haben jetzt heute Samstag. Die ist ziemlich aktuell. Mit Nicole früh ins Bett gehen, dann hat man abends keine Zeit mehr dafür. Die Kleine ist ja dann auch noch wach. Und, naja, aber heute machen wir das Ding mal auf und wir sind sehr gespannt, weil ich würde sagen, heute entscheidet sich das, ob wir die weiter abonnieren oder nicht. Genau. Weil die letzte war sehr enttäuschend, die erste war sehr gut. Und deswegen gucken wir mal, was heute drin ist und ob es sich das weiterhin lohnt. Legen wir mal los. Ja. Vorsicht mit dem Messer. Das sieht so gefährlich aus. Heute stehen wir. Unsere Tochter hat auf unserem Esstisch alles mit Playmobil voll. Ja, genau. Das ist alles verbarrikadiert. Müssen wir das jetzt diesmal so machen. So, also als erstes wieder so ein Schreiben dabei, welche Sachen da alles drin sind. Und so ein bisschen Werbung natürlich. Naja, ist ja klar, irgendwo muss das Zeug auch finanziert werden. Oh, jetzt geht's erstmal los. Sind aber ganz gute Sachen dran. Ja, bis jetzt sieht's ganz gut aus. Also, wir fangen an mit Dr. Oetker High Protein Müsli. Das sieht schon mal ganz lecker aus. High Protein! Komm, hol mal eine Schüssel, mal ein bisschen Milch, probieren wir das direkt. Ja, ist klar. Nee. Wir müssen ja gleich noch Essen machen. Ja, und, mein Gott, jeder ein Löffelchen und gut ist, ne? Ja, meinst du? Nee, wir machen das jetzt nicht schon. So, also High Protein, sind wir mal gespannt, wie das schmeckt. Bin ich echt mal gespannt. Mhm. Vielleicht esse ich mir heute Abend dann noch was, so Mitternachtssnack. So, dann haben wir jetzt von Lorenz. Ja, die habe ich ja schon mal gekauft. Die Mini-Bagel. Mini-Bagel. Oh, die sehen aber lecker aus. Ja, die hatte ich auch schon mal. Und wer hat die weggegessen? Der Kevin. Echt? Haben wir die schon gehabt? Die hatte ich schon mal gehabt. Ich nicht dran im Sinn. Und die wollte ich gestern bei Edeka. Bei Edeka gekauft haben und die gab es nicht und jetzt freue ich mich, dass die hier drin sind. Das ist echt cool. Also hier drin in den Karton meine ich, ne? Sehr cool. Aber die riechen schon so geil. Das passt mit der Schere auf. Oh. Ich glaube, ich habe gleich noch im Auge hängen. Ja, ja. Die schmecken so lecker. So Dinge. Ja, genau. Die sind lecker. Und einen Verschluss dabei, damit man wieder zumachen kann. Mhm. So, machen wir weiter. Also bis jetzt die ersten zwei Sachen waren gut. So, dann wieder Dr. Oetker Protein Pudding. High Protein. Genau das Richtige für mich. Ich mache viel Sport, Protein. Ja, ja, cool. Schokoladenpudding. Ja. Ohne Zusatz von Zucker. Ohne Zuckerzusatz, sehr gut. In Schokolade ist ja generell schon Zucker drin. Naja, schauen wir mal. Aber, ja. Denke ich mal, kann man gerade mit anfangen. So, als nächstes haben wir hier Kaffee von Melitta. Und zwar Kaffee des Jahres. Vollmundig mit süßem Honig. Das ist das Richtige für dich, ne? Ich trinke keinen Kaffee. Ja, ist voll in Pulver. Da müssen wir mal gucken. Ist das Pulver? Also, ja, Pets wäre besser gewesen, ne? Da muss ich mal gucken. Muss ich mein Kännchen mal aufschütten morgen. Ja. Bin ich mal gespannt. Vielleicht schmeckt es ja lecker. Ich trinke keinen Kaffee, deswegen. So, dann haben wir hier. Oh, wir haben hier Natur, mild und lecker. Luwe aus der Lupinen. Lupinen. Milch? Aus Lupinen. Was ist ein Lupinen? Ja, Milchersatz halt. Ne? Mhm. Veganer Milchersatz. Aus Lupinen. Was sind Lupinen? Keine Ahnung. Habe ich auch noch nie von gehört. Also vegan natürlich. Bin ich mal gespannt. Ja. Müsste man mal probieren, ne? Kannst du mal eine Tasse holen? Dann probieren. Also, müssen wir jetzt probieren? Ja, können wir gerne machen. So, was machen wir dann? Der schwarze Mann. Oh, das ist gut. Nehmen wir uns Sinse. Goldwasch von Zlakaren, ja? Genau. So, schauen wir mal. Es ist natürlich nicht kalt, aber. Schmeckt so, schon so hafermäßig. Schmeckt. Riecht. Riech nochmal. Ich brauche nochmal riechen. Nee, mach es in ein Gesicht denken. Komm, trink.
Das ist ja nicht so mein Ding, ne? Also das schmeckt wie Hafermilch. Eigentlich im Grunde genommen. Und, naja, wir machen mal weiter. Also das Wahre ist das nicht, aber man kann es trinken. Und du musst das Gemüsebrühe, brauchtest du, hast erzählt. Ne? Genau. Wir haben bei Lidl keine bekommen. Und jetzt ist hier Gemüsebrühe drin, ja, das ist ja praktisch. Wie ne? aus Zauberhand ist von hier Knorr. Gemüsebrühe drin, genau. Ja, also diesmal ist das ganz cool mit dem Paket. Ne? Also ja. Jetzt bin ich zufrieden. So, was haben wir hier? Eine Flasche Wasser. Oder was ist das? Vossloher Seeort. Was? Seeort. Ohne. Aber wahrscheinlich einfach stilles Wasser ist das. Wieso die immer so spektakulär irgendwas draufschreiben müssen, ne? Stilles Wasser, Feierabend, reicht doch. Komm, lass mal probieren. Ja, wenn soll man da. Oh. Oder? Ja. Mein Gott, tut mir leid, das wollte ich doch nicht. Also probieren. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich hab du wieder geprägt. Ja, aus Versehen, ne? Boah, echt, ey. Jetzt ist ja alles voll. Ist ja Wasser. Ja, besser als die komische Hafermilch. Ja, ist gut. Boah, ich tropf, ey Gott, ey. Ja, ich tropf. Komisch. Soll ich den Handtuch? Nee. Die alte. Das sind doch schon. Okay. So. Ich mach eher meine Brille sauber. Ja, toll, du machst deine Brille sauber. Ja, ich hole mein Handtuch, weil ich tropfe. Da. Wenn das Limo gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Ja. Oh, ist das toll. Wann pinkst du mich denn mal? Mhm. Hat er noch nicht geschafft. Ich werde immer aufpassen. So, dann haben wir hier Jim Beam Sunny Peach. Also Jim Beam, was ist das? Jim Beam ist doch Whisky, ne? Whisky oder rum? Ne, Whisky. Je Wäsch. Ich mach auf, komm her. Nein, Quatsch. Ich schüttel einmal. Ist Alkohol Hand drin. Ich probiere das heute Abend mal in Ruhe, aber ist nur 3%. Also ist jetzt nicht so wild. Mein Gott, ist der Kindergarten. Das sind 3% Alkohol. Hier weg. So, und hier haben wir. Oh, das sieht aber lecker aus. Sunny Rice Crunch. Ja, die sind lecker. Sollen wir mal probieren? Ja, klar. Ich sag da nicht, nee. Sagst du nicht, nee? Nee. Oh, die sind aber echt lecker. Hier, riech nochmal. Riech doch nochmal. Riechen geil, ne? Ich riech nicht nochmal. Mach mal so. Ja. Ja. Also die sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Können wir gut empfehlen. So, was ist das? Einfach Kidneybohnen. Dampfgegart. Ohne Salz und ohne Zuckerzusatz. Die können wir in irgendeinem Salat verwenden. Ja, genau. Müssen wir mal gucken, wo wir das verwenden können, ne? Genau. Ja, war's schon wieder, ne? Ist fertig. Das war die Box. Ja, aber ich fand diesmal, dass da der Riegel drin. Also diesmal bin ich ja sehr zufrieden mit. Ja, also würde ich sagen, wir machen da weiter, oder? Ja, wir machen das Abo weiter. Deswegen, baut keine Scheiße beim nächsten Mal, sonst ist das Abo weg. Dann sagt das. Das riecht echt komisch, ne? Seltsam. So, jetzt habe ich dich auch mal geprägt. Das war jetzt eine Rache, jetzt müssen wir ein bisschen sauer. Ja. Na, findest du das jetzt auch so lustig? Nein, das ist Milch und das ist meine Haare. Ja. Ich hab die Haare gerade fertig gezeigt. Dann kriegst du mich dabei. Auf jetzt! Jetzt erwartet es voll! Boah, das ist voll, ich mal, als ihr das eskalieren muss! So, ihr Lieben, wir verabschieden uns. Wir müssen jetzt da ein bisschen aufräumen, ich unser Video noch schneiden. Vielleicht sollten wir die Prankerei einfach mal lassen. Bis zum nächsten Mal. Schön. Lass gerne ein Abo da, Like nicht vergessen und kommentieren. Genau. Ja. Tschüss.
Ja, lass mich mal schwarz. Ja, selber schuld, wann bringst du mich denn? Ja, jetzt. Ja. Oh, hier sieht's aus. So, Leute. Ich wasche jetzt eine Hälfte von meinen Haaren und die andere Hälfte ist im Tuch.